denn mit diesem Gerät, Alter? Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testy Boy. Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute das hoffentlich erstmal letzte Tablet in meiner Testlaufphase. Wir haben jetzt das dritte Tablet und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, sondern fangen direkt an. Wieder in einer Wish-Verpackung. Wir haben hier vom Zoll befreit. Auf der Description steht Monitor. Hoffen wir mal, dass es kein Monitor ist, sondern ein Tablet. Wir packen einmal aus. Uns kommt hier so eine Dingsfolie entgegen, die heißt jetzt hier Styroporkram. Wir machen die Verpackung auf und es sieht so aus. Wir haben hier einmal ein USB zu so einem Powerknopf, das wird wahrscheinlich zum Laden sein. Und ein, wie soll es anders sein, Micro-USB-Kabel. Und dann haben wir nur noch das Tablet und die Bedienungsanweisung. Ich würde sagen, wir wechseln direkt die Perspektive, dann zeige ich euch das Tablet einmal genau. So sieht das Tablet aus. Sagen wir, ziehen erstmal die Folie ab. Hinten klebt schon gut drauf. An der Seite haben wir lauter, leiser. Klinkenanschluss, laut, leiser. Und hier unten ist noch ein SD-Karten-Slot. An der Unterseite ist nichts. An der anderen Seite auch nichts. Oben haben wir noch Powerknopf, diesen Ladeanschluss vermute ich mal. Jo. Und den Micro-USB-Knopf. Hier ist noch die Mikrofon. Auf der Rückseite haben wir eine Kamera und den Lautsprecher und auf der Vorderseite logischerweise den Display. Ich würde sagen, wir starten das Ganze einmal. Oh, Bro. Leider Akku nicht vorgeladen. Ich checke mal Strom. So, ich habe jetzt oben beide Stecker dran, weil das irgendwie mit diesem kleinen Mini-Ding nicht geladen hat. Ich würde sagen, wir starten. Was man jetzt sofort wieder sieht, wie bei den ganzen anderen China-Tablets auch, es spiegelt wieder. So, wir haben TY, Android. So, wir haben jetzt schon 40 Sekunden Hochfahrzeit. Da sind wir. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das so halte, dass das jetzt nicht zu extrem spiegelt. Das ist doch jedes Mal mit diesen Tablets. So, wir entsperren das Ganze und sind jetzt hier im Menü anscheinend schon. Also wir haben jetzt hier nur die Uhr. Wir haben unten Strom, die Uhrzeit ist falsch, hier oben wird wahrscheinlich Menü sein. Hier sind die klassischen alten Android-Knöpfe und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt einmal ins Menü. So, wir haben vorinstalliert wieder die ganz normalen Standard-Apps. Wir gehen natürlich wieder zuerst in die Einstellung, stellen einmal auf Deutsch um und checken dann einmal, was Phase ist. Also, wir gehen zuerst einmal über das Tablet. Wir haben hier Android 4.0.4. Also wirklich ein sehr altes Android-System. Genau, also wir haben hier Android 4.4. Das ist wirklich ein altes Android-System, muss man einfach so sagen. Nicht auf dem neuesten Stand. Wir gehen einmal in den Dateimanager und checken einmal den Speicherplatz ab. Wenn das hier überhaupt geht. Wie finde ich denn jetzt raus, wie viel Speicherplatz ich habe? Es muss ja irgendwo jetzt zu sehen sein, wie viel Speicher ich habe. So, also wir haben hier Gesamtspeicher 1 GB. Also dieses Tablet. Also Gesamtspeicher ist hier 1,7 GB, also 2 GB sozusagen Speicherplatz. Wir haben zwar einen SD-Karten-Slot, aber alter Schwede, das ist ja wirklich nicht viel. Und dann noch Android 4. Gekostet hat das Tablet übrigens so viel. Ja, ich würde sagen, wir machen wie immer am Anfang den Kamera-Check. Aha. Das Ganze mal wieder, ja ey, Alter, mit den Tablets und der Qualität und so. Ja, also Qualität überzeugt wieder gar nicht. Wie kann ich die Kamera drehen? Ich habe ja auf jeden Fall eine Frontkamera. So, die Frontkamera. Oh, Zoom-Faktor wieder hoch. Bruder, was machen die? Wir haben hier noch einen Videomodus. Der wird ja wahrscheinlich genauso. Die Fotoqualität und Panorama. Ja, Kamera überzeugt mal wieder gar nicht. Man kennt. Da machen wir wieder den Performance-Check. Also machen einmal WLAN. Ich richte einmal WLAN ein und dann geht's weiter. So, WLAN ist eingerichtet. Was jetzt direkt auffällt, ich habe zwei Balken. Mein Router steht 50 cm Luftlinie von mir, also steht quasi direkt neben mir und trotzdem nicht mal vollen Empfang. Ich lade nebenbei schon mal eine App runter, damit wir gleich direkt den Performance-Test machen können. So, wir sind hier im Play Store und irgendwie sieht das voll strange aus. Kenne ich so gar nicht. Das Design. Wir nehmen natürlich, wie immer, Subway Surfer. Oh, das Problem hatte ich doch mit dem anderen Tablet schon. Und zwar muss man erst auf Play Store. Also ihr seht auch schon, es lackt. Es lackt und lackt.
Oh, Digga, jetzt stürzt das hier die ganze Zeit alles ab und moin. Also Tablet lag des Todes. Ja. Was ist hier los? Ich will doch nicht zu Gmail. Ich will einfach nur in den Play Store. Jetzt bewegt sich hier wenigstens schon mal was. Aber eben waren wir doch schon drin im Play Store. Und jetzt laggt es wieder. Ich muss nämlich erst auf Spiele. Und dann kann ich hier jetzt Subway Surfers. Bin mal gespannt. Auf dem anderen Tablet hatte ich das Subway Surfer ja auch nicht gefunden. Ja, hier nämlich auch nicht. Da stand schon, meinten sie... Ja, es gibt es einfach nicht fürs Tablet. Kann das sein? Deswegen nehmen wir jetzt hier eine ähnliche App. Ja. Jetzt ist das Tablet abgestürzt. Was ist denn mit diesem Gerät, Alter? Jetzt der Akku leer, obwohl ich es am Netz... Ihr seht ja, ich habe sogar Micro-USB und diesen komischen Netzstecker dran. Ja, wir müssen kurz laden und dann melde ich mich gleich wieder. So Leute, ich habe jetzt über eine Stunde versucht, dieses Tablet zum Laden zu kriegen. Ich habe hier oben die Buchsen, habe gewackelt, habe hier Micro-USB-Kabel nochmal getauscht. Aber ich habe in der Anleitung gesehen, dass man wirklich nur über diese Buchse laden kann. Das Micro-USB brauche ich also quasi eigentlich nicht. Das ist nur zum Daten übertragen. Und das hat irgendwie einen Wackler oder ist schlecht verarbeitet. Ich habe den USB-Adapter getauscht. Ich habe, ja, das Kabel konnte ich nicht tauschen. Aber hier. Ich habe jetzt eine Stunde geladen und hier ist immer noch 0% quasi. Ja, ich würde es gerne weiter ausprobieren, aber ja, jetzt ist es schon wieder aus. Ich habe das jetzt über eine Stunde probiert und ja, was soll ich dazu sagen? Also man wackelt hier rum. Ihr seht ja, man wackelt hier. Ja, jetzt ist es wieder da. Jetzt fährt es wieder runter, jetzt lädt es wieder, jetzt nicht. Hier, ihr seht es ja, guck mal. Hier ist ein richtiger Wackelkontakt drin. Das schockt nicht. Deshalb fällt jetzt leider der Rest der Tests aus. Die Testbilder von der Kamera werde ich euch wahrscheinlich auch nicht einblenden können. Ich versuch's, aber ich krieg dieses Gerät hier einfach nicht geladen. Sobald man es hinlegt, jetzt lädt's, dann lege ich es hin und dann hört es schon wieder auf zu laden. Dann muss ich das irgendwie so halten, dann habe ich das versucht auf so eine Kiste raufzulegen, damit das Kabel frei hängt. Jetzt lädt's wieder nicht, jetzt lädt's wieder. Jetzt lädt's wieder nicht. Jetzt, ja. Also das ist wirklich katastrophal. Ja, ich werde den Test jetzt abbrechen und beenden. Dann machen wir Fazit und dann war es das leider schon mit dem Video. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, aber kann ich leider nichts machen. Also wir wechseln nochmal die Kamera und dann schnacken wir. Also, ja, es tut mir sehr leid. Ich hätte euch gerne das Tablet gezeigt, aber Problematik habt ihr ja gesehen. Es lädt einfach nicht. Es hat einen super dollen Wackelkontakt. Das zweite ist dieser Stecker hier, der geht auch so rein. Hier. Nichts angeschlossen und er zeigt an, dass er lädt. Also wirklich, ja, kannst vergessen. Es lädt doch nicht. Hier lädt gar nichts. Also es ist wirklich zum Kotzen. Ich habe eine halbe Stunde dran gehabt, habe immer wieder am Stecker gewackelt, weil dauernd das Bild wieder weg war. Und trotzdem hatte ich 0% Akku. Also ja, es ist wirklich, ja, schade einfach. Ja, man gibt Geld dafür aus und kriegt gar nichts. Das ist echt traurig. Ich kann euch jetzt leider ja nicht viel zeigen. Ich mache jetzt die Bewertung im Rahmen des Möglichen und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Verarbeitung. Verarbeitet ist das Tablet an sich auch schlecht. Also hier, die Kanten sind sehr scharf. Ja, verarbeitungstechnisch, Ladebuchse ist ja eine glatte 6-. Das schockt doch gar nicht, ey. Also für die Verarbeitung gebe ich 0 von 5 Testis, ganz einfach. Weil das Display spiegelt ohne Ende. Die Kanten hier sind super scharf. Also Verarbeitung ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Deswegen gebe ich hier gar kein Testi. Funktionalität, ja, konnte ich nicht ausprobieren. Was ich sehen konnte, war die Kamera, die mal wieder nicht gut war. Und dass das Tablet gelackt hat wie Sau. Und dass es nicht lädt. Also kann man hier ganz entspannte 0 Testis geben. Kann das jetzt nicht richtig bewerten, weil ich kaum was ausprobieren konnte. Ich konnte keinen Performance-Test machen, ich konnte den Ton nicht testen. Ich kriege dieses Gerät einfach nicht zum Laufen. Verpackung und Versand machen wir nochmal schnell. Verpackt war es ja hier drin, in dieser Styroporverpackung. Versandzeit waren 1,5 Wochen, das ist ja relativ schnell. Deswegen gebe ich hier 1 von 5 Testis. Das heißt, das ganze Tablet kriegt 1 Testi. Ja, tut mir sehr leid. Ich verlose es trotzdem, wer es haben will, weil jetzt kann ich es erst recht nicht mehr gebrauchen. Wer vielleicht Ahnung davon hat oder Bock hat, das wieder hinzurichten oder irgendwie nur eine Requisite braucht oder so, ist hier an der richtigen Adresse. Ihr wisst, wie es geht.
lasst dem Video einen Daumen nach oben da, obwohl für dieses Video kann man nicht mal richtig einen Daumen nach oben geben, weil es wirklich echt ein kurzes Video wahrscheinlich wird und auch ein sehr trauriges und es nicht das erfüllt, was ich sonst auf meinem Kanal mache. Aber auch solche Rückschläge muss man gerade bei Wish hinter sich bringen. Kommentiert das Video, gerne videobezogen, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt und abonniert meinen Kanal, vergesst die Glocke nicht. Ja, es tut mir sehr leid, dass es jetzt so ein Video geworden ist, aber auch sowas hat man bei Wish und genau deswegen mache ich den ganzen Kram. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder mit einem hoffentlich besseren Video. Haut rein, bis morgen. Tschüss.